Ein Geschenk für mich, ein Geschenk für euch. Unboxing und Gewinnspiel. Hallo liebe Freunde des Mittelalters, hier ist Aluf das Schandmal auf Kavau TV und ich habe ein Geschenk bekommen, beziehungsweise ein Paket mit der Post. Ich meine, ich habe noch nie in meinem Leben so ein Paket mit der Post bekommen. Also das ist schon das Paket, das man nicht mehr extra eingepackt, dass sowas von der Post überhaupt entsprechend befördert wird, wundert mich. Aber ich finde es einfach spitze. Und das ist von der lieben Jules. Und ich packe das jetzt mal aus. Und bin irrsinnig gespannt, was drin ist. Ah, wunderbar, wunderbar. Also, es ist sogar eine persönliche Nachricht drin. Total entzückend. Ich glaube, sowas in der Richtung habe ich auch auf ihrer Facebook-Seite gesehen. Also, ich weiß nicht, ob die Kamera das jetzt einfangen kann. Ich schaue einfach mal, dass ich das äh, in die Kamera halte. Ja. Lauter schöne bunte Kügelchen. Diese wunderschönen bunten Kügelchen sind von ihr selbst gemachte, wunderbare Leckereien mit äh, Alkohol darin, schätze ich. Ja. Hallo Arnulf, wünsche dir schöne Feiertage und guten Rutsch. Lass dir die Metkugeln schmecken. Sie haben alle pro Farbe andere Liköre in sich. Hoffe, du freust dich. Liebe Grüße, Jules. Ja, Jules hat mir was geschickt. <laughs> Man muss dazu sagen, äh, sie ist ziemlich viel unterwegs auf den Mittelalterfesten und beschenkt äh, die Leute mit Kostproben. Also, ihre Metkugeln, die ich Anfang des Jahres gekostet habe, wären so göttlich. Unglaublich göttlich. Sie hat also auf vielen festen was verteilt, wo ich nicht dabei war, da habe ich mich ein bisschen beschwert und habe das jetzt per Post bekommen. Ich freue mich total. Ja, und wenn es euch nicht interessiert, ist mir das zwar relativ egal, aber ihr bleibt ja vielleicht noch zum Gewinnspiel, ja? Und was gibt es nun zu gewinnen? Es ist etwas für Leute, die entweder gerne auf eigene Kosten reisen oder etwa in der Nähe von Wien oder in Wien wohnen. Weil ich habe einen Auftrittsort, wo ich öfters spiele. Und zwar den 38er. Das ist so ein Heuriger in Perkelsdorf. Und der Wirt, der Mario, mit dem verstehe ich mich sehr gut. Den habe ich gefragt, ob er mir nicht vielleicht etwas geben könnte zum Verlosen. Ja, und ich habe bekommen hier Weinschenke und Heuriger zum 38er. Ritteressen. Es gibt offene Ritteressen dort, wo ich dann meist auch spiele. Also, wer mich dort live sehen will und gratis essen will, getränke sind extra zu bezahlen, genauso wie Anfahrt oder Nächtigung. Ja, das kann ich mir leider mit meiner Größe noch nicht leisten. Aber hier hätte ich also die entsprechenden Gutscheine. Also, der Autofokus wird jetzt wahrscheinlich völlig verrückt spielen, aber. Ähm, ja, also diese Gutscheine gibt es zu gewinnen. Und wie macht wir mir das? Ganz einfach. Ich blende jetzt erstmal die Endcard ein, weil ich jetzt nicht mehr viel reden werde. Ja, schreibt mir einfach unten in den Kommentaren Hashtag Ritteressen zum 38er. Wobei die 38 in Zahlen zu schreiben ist. Den Bindestrich zum ER lasst ihr weg. Ich weiß nicht, ob das nämlich der Hashtag verträgt. Ich glaube, da hat was gegen Sonderzeichen. Also einfach nur Hashtag Ritteressen zum 38er. Und das ist alles. Ich werde mir dann in den Kommentaren die ganzen Hashtags, äh, die da drin stehen und die dazugehörigen Leute zusammenklammüşern und dort dann äh, das alles auf Zetteln schreiben. Völlig uncool, noch echt auf Zetteln schreiben. In einen Helm reingeben oder eine Mütze oder so und lass einfach meine Tochter, die jüngste sozusagen in meiner Familie, blind ziehen. Ja, das Ganze ist natürlich äh, unter Ausschluss äh, irgendwelcher Rechtsverfahren. Jeder darf mitmachen, auch Verwandte von mir und Bekannte und Freunde, ist es völlig egal. Ähm, ja, diese zwei Karten bekommt eine Person, ja. Die kann ich dann per Post zuschicken. Oder sollte es jemand gewinnen, der nicht allzu weit weg ist, kann das von mir auch persönlich haben. Und die sind gültig bis Dezember 2016. Das heißt ein ganzes Jahr lang jetzt. Und ähm, den Gewinner begebe ich dann bekannt im, äh, ja, am 24. Dezember. Ihr habt also eigentlich nur noch zwei Tage Zeit. Nicht mal. Weil ich, also, sagen wir so. Einsendeschluss ist 12 Uhr Mittag am 24. Ja, so machen wir das. Einsendeschluss 24.12. 12 Uhr Mittag. Wer danach schreibt, Pech gehabt, ich muss das Zeug ja auch noch drehen und schneiden und hochladen. Und es ist Weihnachten und da muss ich mit der Familie zusammen sein. Ihr versteht. Ja, das war's. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Arnulf. Und ich werde jetzt dann Jules feine Süßspeisen vernaschen.